Wieso ist der Preis für Florian Wirtz jetzt explodiert? Und was für eine Sensation bahnt sich rund um Jude Bellingham bei Real Madrid an? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick-News. Bei Borussia Mönchengladbach gibt es keinen talentierteren Profi als Manu Koné. Der Franzose ist der wertvollste Profi im Kader. Deshalb war man sehr froh, dass der zentrale Mittelfeldspieler seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Gladbach hat gegenüber der Rheinischen Post bestätigt, dass von einer Vertragsoption Gebrauch gemacht wurde. Das ursprünglich bis 2025 laufende Arbeitspapier läuft jetzt bis 2026. Die offizielle Bekanntgabe der Unterschrift steht aber noch aus. Sie ist aber lediglich eine Formalität. Gleichzeitig bedeutet der Deal aber nicht, dass Gladbach Koné wirklich halten wird. Denn offenbar arbeitet die Borussia aktiv daran, Koné mit möglichst viel Gewinn zu verkaufen. Auch schon diesen Winter. In der Vergangenheit hatten immer wieder europäische Topclubs wegen Koné angeklopft. Weil der 22-Jährige ab Sommer nun doch nicht in sein letztes Vertragsjahr geht, hat Gladbach deutlich bessere Karten. Das vorläufige Preisschild hat der Bundesligist auf 40 bis 45 Millionen Euro festgelegt. Der technisch starke Mittelfeldspieler soll also der Rekordverkauf des Clubs werden. Kommt jetzt der FC Bayern ins Spiel? Im Video vom Freitag haben wir euch berichtet, dass die Bayern Koné kontaktiert haben. Bayern will im Winter unbedingt einen neuen defensiven Mittelfeldspieler an Bord holen. Gladbach will bald verkaufen. Allerdings ist Koné kein klassischer Sechser, eher ein dynamischer Achter. Perfekt ins gesuchte Profil passt er deshalb nicht. Aber trotzdem würden die Bayern bei einem so talentierten Spieler natürlich nur ungern leer ausgehen. Die Konkurrenz ist aber groß. Auch PSG, Juventus Turin und Liverpool zeigen Interesse. Roland Wirkus darf sich also angesichts der zahlungskräftigen Interessenten auf eine saftige Ablöse für Koné freuen. Im Werder- und BVB-Trikot lief Sokratis Papastathopoulos lange in der Bundesliga auf. Nun hofft der Innenverteidiger auf eine Rückkehr nach Deutschland. Der 35-Jährige träumt vom FC Bayern, denn die Personalsituation in der Innenverteidigung bleibt aufgrund der Verletzung von Dayot Upamecano angespannt. Der Franzose fällt nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch mehrere Wochen aus. Denkbar ist deshalb, dass jetzt doch noch ein vertragsloser Spieler kommt. Jerome Boateng hat man eine Absage erteilt. Sokratis macht sich aber trotzdem noch Hoffnungen. Thomas Tuchel kennt den Haudegen noch aus seiner Zeit beim BVB. Und der Münchner Cheftrainer würde gerne noch einen vertragslosen Neuzugang begrüßen. Im Gegensatz zu Uli Hoeneß, der eine sofortige Verstärkung wirtschaftlich für fragwürdig hält. Wer sich letztendlich durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls setzt Sokratis alles auf die Karte Bayern. Der Grieche hat deshalb sogar Betis Sevilla einen Korb gegeben. Die Gespräche mit dem La-Liga-Club waren schon recht weit. Nun wartet und hofft Sokratis auf einen Anruf aus München. Verhandlungen mit Bayern gab es aber noch keine. Im Verlauf dieser Woche wird es eine Zu- oder Absage des deutschen Rekordmeisters geben. Wir bleiben gespannt. Genauso wie Sokratis. Gespannt blicken auch die internationalen Topclubs auf Florian Wirtz. Der steht noch bis 2027 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Doch schon für den kommenden Sommer schließt man einen Verkauf am Rhein nicht aus. Immer wieder hat das Umfeld des 20-Jährigen betont, unbedingt bis zur Heim-EM 2024 in Leverkusen bleiben zu wollen. Wie es im Anschluss weitergeht, ist noch komplett offen. Wirtz selbst will noch nicht zu weit vorausblicken. Ich habe noch ziemlich lange Vertrag. Deswegen brauche ich mir aktuell über meine Zukunft keine Gedanken machen. Verbrieft ist aber längst das Interesse sämtlicher Topclubs aus Europa. Bayern, Manchester City, Real und Barca sind nur ein paar Clubs, die im nächsten Sommer in die Offensive gehen wollen. In Leverkusen rechnet man fest damit, dass es zu einem Wettbieten um Wirtz kommen wird. Auch einen Vorstoß aus München erwartet der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter. Einen konkreten Plan haben die Bayern aber noch nicht ausgetüftelt. Eine Ausstiegsklausel besitzt Wirtz jedenfalls nicht. Entsprechend teuer wäre ein Transfer. Und Leverkusen will richtig viel Geld sehen. Wie jetzt zu hören ist, peilt die Werkself wie Gladbach bei Koné eine neue Rekordablöse an. Bislang teuerster Bayer-Verkauf ist Kai Havertz, der 2020 für 80 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt war. Wirtz soll diese Marke deutlich sprengen. Dass das nicht klappt, da braucht man sich in Leverkusen Stand jetzt keine Sorgen zu machen. Beim VfB Stuttgart reitet man aktuell auf der phänomenalen Welle des Saisonstarts. Die sportliche Entwicklung bei den Schwaben ist seit der Ankunft von Sebastian Hoeneß eine echte Erfolgsgeschichte. Neben Tormaschine Serhou Guirassy blühen auch andere Spieler regelrecht auf. Und das soll bald belohnt werden. Neunationalspieler Chris Führig, Kreativgeist Enzo Mio und Kapitän Waldemar Anton sind alle noch bis 2025 gebunden. Ab Sommer geht das Trio also Stand jetzt ins letzte Vertragsjahr.
Das will man beim VfB möglichst zeitnah ändern. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat gesagt, Chris Führich und Enzo Mio haben ihre Leistungen zuletzt über einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau bestätigt. Natürlich werden wir versuchen, Spieler dieser enormen Qualität weiter an den VfB Stuttgart zu binden. Und auch bei Abwehrchef Anton setze man alles daran, dass er langfristig beim VfB bleibt. Die Stuttgarter bereiten also konkrete Verhandlungen vor. Das Trio soll mit neuen Verträgen belohnt werden. Dafür muss der Tabellenzweite beim Gehalt aber natürlich einiges draufpacken. Jude Bellinghams Wechsel zu Real Madrid war der wohl beste Deal des Sommers. Die Blancos haben alles gegeben, um den so begehrten Mittelfeldspieler von einem Wechsel zu überzeugen. Real hat dabei Vereine wie Manchester City oder Liverpool ausgestochen. Bei Bellingham All-In zu gehen, war eine goldrichtige Entscheidung. Denn größer könnte der Impact des 20-Jährigen kaum sein. Offensiv ist er mit Abstand Reals bester Scorer. Aber auch defensiv arbeitet der ehemalige Dortmunder hervorragend gegen den Ball. Schon jetzt huldigen sie dem englischen Nationalspieler mit speziellen Gesängen in der spanischen Hauptstadt. Und darüber hinaus tut man auch im Verein alles, damit das Santiago Bernabéu eine Wohlfühloase bleibt. Real hat auch deshalb Scouts entsendet, um Bellinghams Bruder Jope während der Länderspielpause zu beobachten. Aktuell weilt Jope bei der englischen U19-Nationalmannschaft. Beim 0:0 gegen Montenegro hat der Rechtsfuß auf sich aufmerksam gemacht. Der 18-Jährige hat das Spiel seiner Mannschaft gelenkt, gescheite Pässe gespielt und immer wieder kluge Laufwege angeboten. Die Ähnlichkeiten zu seinem Bruder wurden überdeutlich. Jope agiert ähnlich leichtfüßig, hat den gleichen Laufstil und ist ebenfalls im zentralen Mittelfeld beheimatet. Wie der Youngster seine langen Geräten immer wieder sortiert bekommt und anschließend um seine Gegenspieler herumtänzelt, das ist schon verdammt beeindruckend. Und das haben natürlich auch Reals Talentspäher registriert. Den Funktionären hat gefallen, was sie da gesehen haben. Deshalb hat Real jetzt den Plan ins Auge gefasst, die Bellingham-Brüder zu vereinen. Das wäre natürlich eine sensationelle Vereinigung, über die sich Jude sicherlich sehr freuen würde. Aktuell spielt Jope noch beim AFC Sunderland in der Championship. Setzt er seine steile Entwicklung weiter fort, ist es aber kaum vorstellbar, dass das noch länger so bleibt. Denn eins ist klar, auch andere Vereine werden die Entwicklung von Judes Bruder genauestens verfolgen. Denn einen Bellingham sollte man sich bei Gelegenheit nicht durch die Lappen gehen lassen. Da muss man nur mal bei Liverpool oder Man City nachfragen. Der FC Chelsea und Trevor Chalobah werden im Winter wohl getrennte Wege gehen. Das zeichnet sich immer deutlicher ab. Auch bei den Bayern steht der Innenverteidiger auf dem Zettel. Tuchel will seinen alten Schützling gerne verpflichten. Die Münchner bekommen jetzt aber überraschend Konkurrenz aus der Bundesliga. Und zwar vom BVB. Die Schwarz-Gelben zählen zu einer Reihe Clubs, die Interesse an Chalobah zeigen. In England haben Newcastle, Brentford, Fulham und Nottingham angeklopft. Auch die Roma und Juve hätten den 24-Jährigen gerne. Beim BVB ist die Abwehr ähnlich dünn besetzt wie bei den Bayern. Mit Mats Hummels, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck hat Dortmund zwar drei gute Innenverteidiger, dahinter fehlt es aber an Optionen. Im Sommer wollte man deshalb noch Amel Bella-Kotschap dazuholen. Das hat aber nicht geklappt, wie auch bei den Bayern nicht. Jetzt kommen sich die beiden deutschen Topclubs also mal wieder in die Quere. Chalobah wäre aber nicht billig. Weil der Rechtsfuß einen Vertrag bis 2028 besitzt, fordert Chelsea rund 30 Millionen Euro Ablöse. Bei den Blues konnte das Eigengewächs wegen einer Muskelverletzung noch kein einziges Saisonspiel bestreiten. In Dortmund will man deshalb keine verrückten Sachen machen und denkt zunächst an ein Leihgeschäft. Ob dieser Plan funktioniert, wenn ein Konkurrent wie die Bayern einen festen Kauf in Erwägung zieht, bleibt abzuwarten. Chelsea bevorzugt jedenfalls einen direkten Verkauf. Aber die Bayern tanzen natürlich auf vielen verschiedenen Hochzeiten. Vom Interesse an Schalke-Juwel Asanoe Draogo haben wir euch schon erzählt. Der 17-Jährige ist der große Lichtblick in Schalkes Rumpelsaison. Der Youngster hält eine Ausstiegsklausel über 20 Millionen Euro, die ab Sommer greift. Wie jetzt bekannt wurde, wäre Ue Draogo für die Bayern aber um einiges günstiger. Denn in dessen Vertrag befinden sich unterschiedliche Ausstiegsklauseln. Sollte Ue Draogo innerhalb von Deutschland wechseln, ist das schon ab einer Summe von 12 bis 15 Millionen Euro möglich. Für Clubs aus dem Ausland bleibt weiterhin die Marke von 20 Millionen bestehen. Die Bayern können sich also ebenso wie das interessierte RB Leipzig und Bayer Leverkusen glücklich schätzen, den U17-Nationalspieler deutlich günstiger als die internationale Konkurrenz zu bekommen. Bayerns größter Rivale um Ue Draogo ist aber momentan der AC Mailand. Die Rossoneri sind so begeistert von dem Schalke-Talent, dass man sich schon in den kommenden Tagen mit einer Schalker Delegation treffen möchte. Die Italiener haben also bereits konkrete Schritte eingeleitet. Bis sich der Poker entscheidet, bleibt aber noch Zeit.
Der neue Draugus-Klauseln treten erst in Kraft, wenn er nächstes Jahr am 9. Mai volljährig wird. Jetzt ist eure Einschätzung gefragt. Wie viel würdet ihr für Florian Wirtz auf den Tisch legen? Würdet ihr über 100 Millionen Euro zahlen? Schreibt es uns in die Kommentare. Das waren unsere Kick-News für heute. Auch dieses Jahr haben wir bei Kick11 große Pläne. Die können wir aber nur mit eurer Hilfe umsetzen. Also lasst gerne ein Abo da, wenn ihr unseren Kanal feiert. Dann bringen wir den Kanal gemeinsam an die Spitze. Wir hören uns morgen wieder.